Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Wir haben einen Eliten verloren, merke ich gerade. Gleich uns einen neuen Eliten holen. Und ja, letztes Nahrungsupgrade. Wir sind immer noch im Gottwall, aber kurz vor dem Ende, so wie es aussieht. Jedenfalls haben wir. Müssen wir uns nur noch bis zum letzten Tor hier vorkämpfen. Und dort den Hauptmann töten. Und den Typen befreien. Ah, ja. Holen wir uns noch mehr Windschützen. Ein paar Älteste. Dann haben wir einen guten Truppenmix, denke ich mal. Ja, mehr Fernkämpfer als Nahkämpfer, aber auch genug Heiler. Und ja, der Gottwall war wirklich eine anstrengende Sache, hier hochzukommen. Während von oben immer her Scharen an Gegnern gekommen sind. Und ja, der Greif wird halt noch nett sein, den zu vernichten. Meine Axt wartet schon. Und ja, Älteste sehen auch nach coolen Einheiten aus, ganz ehrlich. Du bist ein Elite, deswegen hast du eine Axt und du bist ein Ältester, deswegen hast du einen Hammer. Ja. Ja, Kommandant Halcyon zahlt für Wolfszeichen. Der Kommandant der Roten Legion im Phalanxheim bezahlt gutes Gold für jedes Abzeichen der Bayerwölfe. Die Bayerwölfe sind die Erzfeinde der Roten Legion und Roten Legion und ringen mit ihr um die Vorherrschaft im Phalanxheim und den Düsterland. So. Elend Segen! Dann gucken wir mal. Die, die und die sind eine Armee. Die und die sind die zweite Armee. So. Und alle folgen dir. Dann warten wir doch kurz, bis sie nach oben marschiert sind. Das ist ja zum Glück nur ein kurzer Weg hier lang. Durch die Ruinen, die wir gesäubert haben. Ja, das Gute ist, oder das Komische, wie man es nennen möchte, Akt 3, in dem wir uns jetzt befinden, wenn man es so nennen möchte. Also eigentlich ist Spellforce ja nicht in Akte unterteilt, aber ich finde, gerade Order of Dawn lässt sich ziemlich gut in vier einzelne Abschnitte unterteilen. Davon haben wir die ersten beiden halt hinter uns. Der erste Abschnitt war Ruhen zu finden. Der zweite war Hukat zu finden. Jetzt der dritte ist es, den Phönixstein zu finden. Und da gibt es halt noch den vierten Abschnitt, den vierten Akt. Wobei der dritte Akt relativ kurz ist. Also was die Hauptstory angeht. Das kompensieren sie durch ein bisschen Backtracking. Ist mir so aufgefallen. So, da kommen unsere Truppen. Wer ruft mich? Zur Seite! Zur Seite! Und los! Folgt mir!
Niethals wird mich rächen. Niethals wird mich rächen. Nur zu. Ihr seid schwach. Ich höre. Ja, und irgendwer wirkt das hier ist eine Falle bereit. Ich höre. Aus dem Bild. Aus dem Bild. Tag. Niethals wird mich rächen. Ich bin gerade so auf der Durchreise. Sie kreisen uns ein. Ein Rubin, ein paar andere Sachen. Ja, zur Seite. Macht Platz. Ihr seid schwach. Ich höre. Na, noch ist die Tür hier zu. Zur Seite. Zur Seite. Ihr seid schwach. Das ist eine Falle. Na, eine Falle nicht unbedingt, weil ihr seht die Gegner Questbuch oder aktualisiert. Niethals wird mich rächen. Ach, er klebt den Gottfall. Ja, zur Seite. Zur Seite. Das ist ein Hinterhalt. Ihr seid schwach. Runenkrieger, zu mir! Wer ruft Platz? So, den da noch und dann müsste hoffentlich das Tor aufgehen. Ja, es geht schon auf. Ja, zur Seite! Wie auch immer der Niethals-Titan da durchpasst. Das ist eine Falle! Ich höre! Stimmen. Die Ahnen rufen uns! Die Diener der Nacht sind hier! Wer ruft mich? So. Aus dem Bild! Der Gottfall ist gesäubert. Jetzt ziehen wir die Armee mal hier durch zurück, weil hier auf der Seite. Brauchen wir sie nicht unbedingt mehr und reden mit Vitus. Wer seid ihr? Ein Krieger der Rune? Was bringt euch zu uns? Ein Auftrag des Ordens. Lasst mich eure Fesseln lösen. Endlich frei. Ich bin Vintus, der Schreiber dieser bescheidenen Siedlung. Wie kann ich euch danken? Ein wenig eures Wissens soll mir genügen. Nur zu gern. Fragt, was wollt ihr wissen? Was wollten diese Söldner von euch? Ihr Auftraggeber, ein Zauberer, sucht die Fragmente eines alten, magischen Kunstwerks. Thorgin, der Gründer unserer Siedlung, hinterließ mir eines davon. Ich hielt es geheim und verbarg es sogar vor meinem eigenen Blut. Aber Mechlan spürt, dass es hier ist. Er ist besessen davon. Er wird wiederkehren und dann wird er uns alle foltern. Es muss endlich ein Ende haben. Ihr wollt ihm den Splitter geben? Nein. Ich werde ihn euch geben. Mir? Ich bin nur ein Wanderer in eurem Land. Ich begehre nichts von euren Schätzen. Ihr müsst ihn nicht behalten. Bringt ihn nur fort von hier. Bringt ihn fort. Zurück nach Mulandir. Dorthin, wo er hergekommen ist. Soll Mechlan ihn dort selbst aus der Asche wühlen, wenn ihr ihn so begehrt? Woher stammt der Splitter? Er ist eines von vier Teilen eines Kunstwerks aus magischem Glas, welches vor über 1000 Jahren von den mächtigen Formern geschaffen wurde.
Man sagt, wer das Kunstwerk erblickte, wurde von überirdischer Verzückung befallen. So schön war es. Der Zirkel brachte es in seinen Besitz und verwahrte es in den Archiven in Mulandir. In den Wirren des Konvokationskrieges zerbrach das Kunstwerk. Die vier Bruchstücke gingen verloren. Mechlan war ein Diener des Zirkels in Mulandir. Vielleicht hat er einmal die Wunder des Artefakts geschaut und ist nun von seinem Zauber besessen. Wer weiß? Dafür, dass er gefoltert wurde, spricht er ziemlich schnell übrigens. Als ob er zu viel Koffeinintus hat. Wo finde ich diesen Splitter? Geht zu der verfallenen Mine bei der alten Zwergensiedlung. Sucht bei dem umgestürzten Baum nach einem großen Fels. Darunter ist der Splitter verborgen. Kennt ihr den Phönixstein? Den Phönix? Allerdings. Die reine Kraft des Allfeuers gebannt in einem dunklen Edelstein. Der Zirkel fertigte ihn auf dem Gipfel seiner Macht. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Den Phönixstein finden? Ich verstehe. Deshalb hat euch der Orden geschickt. Nun, wenn ihr den Phönix wollt, gibt es nur einen Ort, an dem ihr suchen dürft. Mulandir. Einstmals die Stadt des Zirkels, heute hingegen nur noch eine Aschewüste voller Dämonen. Sucht dort nach dem Phönix. Aber seht euch vor. Okay. Ja, auf dem Wall der Götter. Mechtel hat nur angegriffen, um einen Splitter des uralten Glaskunstwerks zu erlangen. Vintus möchte, dass der unselige Splitter verschwindet. Er muss beschreiben, wo er ihn verborgen hat. Unter einem Felsen nahe eines umgestürzten Stammes bei der verfallenen Mine befindet sich der seltsame Splitter, den Mechtel und seine Söldner gesucht haben. Die alte Mine ist unterhalb der großen Siedlung. Okay. Und ja, neues Zeug. Rot ist es diesmal. Aber keine passende Rune dazu. Gut, gucken wir uns das Ganze mal kurz an. Oh ja, was wir auch machen sollten, ist ihn mal anziehen. Du bist ein Kämpfer, also kriegst du... Ja, Stich, kleine Klingenwaffen. Kriegst du Beißer? Drachenzahn wäre wahrscheinlich das Klügste für die Zweithand. So. Oder Grons Feueraxt, aber Beißer macht mehr Damage. So. Da brauchst du eine Rüstung. Ionenalte Rüstung? Nein. Nordlandwams. Ja, am ersten. Na, bietet sich eher der hier an. Hosenmäßig. Oh, was ist eigentlich mit uns? Können immer noch keine bessere Hose tragen. Hosenmäßig. Ja, so eine. Ja, Helm. Wieder so einer. Bei einfacher Diebeshelm. Ja, Gardenhelm werden wir später tragen, wenn wir Stufe 25 erreicht haben. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Jetzt erstmal wieder zu dir. Feinstein. Könnte ich nicht eher den gebrauchen? Nee, nicht wirklich. Dann kriegst du den Feinstein angezogen. So ein Einbrecherring kann ich auch noch nicht tragen. Nee, doof.
Dann kriegst du so einen Einbrecherring noch so. Und jetzt das große. Tada! Ork-Sachen. Also erstmal Units. Haben wir hier einen Schläger. Das ist wahrscheinlich die Standardinfanterie. Speerträger. Und Totem. Unsere drei Units.